Button, habt ihr schon meine Drohne mit? Eine Drohne ist gekauft worden, ich weiß nicht, wer sie eingepackt hat. Also Metro hat eine mit, ich glaube, das war die. Möglich, ich habe nur eine gesehen. Ja, eben. Ja, dann kauft es nochmal eine und nimmt die mit. Ja. Wäre ganz toll. Manu, welche Drohne brauchst du da? Data oder wie? Ganz normale Daten. Die große hier bitte nicht kaufen, die kann ich glaube ich hier nicht kaufen. Braucht wer einen Rucksack? Dann kann ich die Data aufnehmen. Also ich brauche einen, weil Medic. Liegt am Boden. Manu? Ich habe jetzt halt 4 Frequenzen für uns mal draufgeschrieben, gell? Auf die Karte. Ich habe die jetzt durchnummeriert und ich gebe dann nur noch die Nummer wahrscheinlich durch. Später. Okay. Für den Rest auch, gell? Wir sind auf der 1 jetzt. Genau, wir sind jetzt aktuell auf der 1. So, ich brauche Munition. DD, ich habe nur 3 Magazine. Munition ist in der Halle. Oh nö. Halle? Ja. Und schon geht's los. Ich lege auch jetzt die anderen in die Halle. Also, tschüss. Willst du euch helfen? Ja. Adi? Adi ist soeben ausgefallen und geht Feuer löschen. Ach so. Kalek für Manu. User left your channel. Achtung! Oh, 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 das war gefährlich. User joined your channel. Haben wir noch ein paar größere Kaliber hier? In der Ammunition Box. Wenn an Waffen generell. Na, es gibt, ist slotabhängig, welche Waffen man hat. 5, 5, 6, ey, geil. Aber der Feind hat nichts Besseres. So rum. Ich habe am MG auch nur ein ACO. Die dieses Visier überhaupt tragen können, ne? Aber ACO ist das beste Visier. Ja, ACO ist nichts wie direkt ein ACO. Komm mit dem MECO oder ERCO besser klar. Ja, schon. Muss anderen Slot spielen. Ach verdammt, Rucksäcke hätten wir schon in der Base mitnehmen sollen, wa? Übrigens, ja, du kannst aber noch rüberporten, da am Schild. Du hast doch Verbandskiste. Auf nochmal in die Base zurück und einen Rucksack holen, ja? Genau, ja. Der Rucksack ist an der großen Kiste links. Ja, habe ich schon gesehen, danke. Gut. Eigentlich nicht. Hier zwar eigentlich nie, aber da, okay, darum werden die wahrscheinlich da. Oh, soll ich den noch mitnehmen? Nein! Was nein? Soll ich den noch mitnehmen in meinem Netrucksack? Wer übernimmt denn jetzt Führung? Dann wohl ich immer der fragt, oder? Toll! Nein! Soll Yoshi machen, Yoshi kann das! Hey Yoshi, du kannst das! Ich schlag vor, wir nehmen diese Route, die ich jetzt gerade einzeichne. Soll ich noch irgendwas einladen? Funkcheck Long Range bestanden. Eh nix. Ach doch, da. Einwände. Kalex für Manu. Würde ich vorschlagen, holen wir uns ein Fahrzeug. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Spadi hat einen Abflug gemacht. Yoshi, keine Sorge, wir haben ja mal unwahrscheinlich. Den Feuer brennt. Unserer Base ausgeschaltet. Krass. Was machst du mit der CZ-Fahne? Ich bin noch. Ja, da ist sie. Jo, wollte gerade sagen. Kannst du Badi vielleicht vom Server kicken? Der steht jetzt hier auf AFK vor unserem FOB rum.
und könnte eventuell die Position verraten, wenn nicht so geil. Schon? Dann, ja, gut. Oh, das mache ich aber nicht, das muss einer von euch machen. Freiwillige vor. Alles klar. Warte mal. Ey, Old. Moment. Aber wir ziehen in die Halle. Ihr könnt schon mal aufsitzen und euch vorbereiten zum Abmarsch. Was für ein Fahrzeug nehmen wir? Was nehmen wir denn? 1, 2, 3, 4, 5, 6 Mann. Und zwei Brawler. Schön bewaffnet. Soll ich ihn noch wiederbeleben oder sollen wir ihn hier liegen? Nein, lass ihn liegen. Okay. Gut, dann kommst du dein Abzeichen. Fahrzeug 1 ist da, aufsitzen. Fahrzeug 2 ist auch da. Yeah. Und wir freuen, wir nehmen. Ja, scheiß drauf. Ah ne, oder hast du, sind ja deine Jungs hier, dann fahr ich woanders hin. Yoshi, möchtest du nicht Fahrer machen? Ich wollte gerade eine rauchen gehen, weil hätte ich so alle rollen. Ihr Freund, möchtest du nicht fahren? Ey, guck mal, der Fahrer sitzt uns vor Ecke, eine rauchen. Jungs, bis später! Hört ihr mich? Ja. Ja. Bist du alleine, habt ihr? Drück auf die Karte und dann über unserer Base stehen alle Kanäle. Hört ihr mich jetzt auch? So einer müsste noch fahren. Ja, check positiv. Fahne durchfahren, Waffenruhe ist eh durch, bevor ihr da vorne ankommt. Hier will keiner fahren. Sind alle aufgesessen? Alle aufgesetzt? Hinterhalt, da hat der RPG-Schütze daneben geschossen. Aussteigen! Ein Profi-Medic. Ich bin kein Medic. Medic ist unterwegs.
Hey. Hundertachtzig Sekunden. Der hat's erwischt, ganz ruhig. Check mal den Bereich südöstlich. Danke. Ich behandle dich noch. Das war ein Pflaster. Das Knie ist offen. Ne? Jo. Okay, ist da klar. Wie ist die Lage? Sind alle bekämpft? Wir, Freund, kommen zum Fahrzeug zurück. Jo. Ich schau mal, ob unser Fahrzeug noch einsatzfähig ist. Wir, Freund? Da. Wunderbar. Okay, sind alle da, wa? Jo. Hat jemand einen Engineer irgendwie? Juni. Negativ. Man kann auch Feldreparatur machen, aber das dauert ziemlich lange. Jetzt ging's, lol. Ich würde sagen, es ist Fuß und zwei fahren mit dem Fahrzeug weiter. Einer am Schütze, einer als Fahrer. Ja, dann lässt drei Fahrzeuge, drei zu Fuß, weil jetzt zwei MGs trocken sind. Wo befinden wir uns gerade? In der Nähe von Flugabwehrkiste, wa? Ja. Beim Zertenmarker, drück Steuerung M. Wir müssen halt entweder wir umfahren hier das Bus hier durch den Wald und umfahren damit in den Industriehafen, das wäre glaube ich schlauer. Das war der Auftrag, die Sprengungen ausführen, an denen Bravo gerade dran ist, oder was? Er da hinten die Fahne einnimmt. Wo ist da hinten die Fahne? Da wo die Cäsar-Flagge ist. Also da wo Sprengen ist, trotzdem hin. Genau. Ich weiß nicht, guck mal auf die Karte. Also Bravo ist relativ zentral drin schon. Ja, wir sollten los. Hopp, hopp, hopp. Ich schlage vor, dass wir da ganz schnell nachrücken. Drei deswegen. Fahrzeug und drei zu Fuß. Auf geht's. Ja, Yoshi, dann du bist Sunny, dann... Genau. Nimm du noch welche mit ins Fahrzeug und dann gehe ich mit Bierfreund und unserem Billo hier zusammen. So, ich komme jetzt von hinten mit dem Quadbike wieder nach. Ja, Sunny im Fahrzeug und... Dann gehe ich hier an das andere MG und... Jo. Dann laufen wir zu viel. Yoshi, dann macht ihr beide das Fahrzeug oder nehmt noch Bierfreund mit. Dann gehen wir zu dritt. Okay. Dann hab ich einen Sunny und du hast dich als Sunny. Ist klar, dann Bierfreund rein als Fahrer. Okay.
Das ist Zeitungs. Wahrscheinlich. Ich wollte mal dann wären wir aufgeklärt, die haben ganz sicher auf Hügel. Da ist noch jemand, wer ist das? Einer fehlt noch, warte. Milo fehlt noch. Hast du vielleicht nicht? Er hat auch ein Auto hinter uns. Ja, das ist ein Crawler. Ich kann ja damit. Bin sicher auf Hügel A, Leute. Würde es einsetzen, weil man kann nicht absperren. Der Feind freut sich, wenn er das findet leer. Ja, hast recht. Also das setzt man ein, bis es leer oder kaputt ist. Aber ich würde die Leute aussteigen lassen, bevor wir mit dem reinfahren. Und dann warten wir, bis die Leute angerückt sind und dann fahren wir rein. Das ist laut, ne? Ja. Dann würde ich sagen, die ersten, alles was mich Schütze ist oder Fahrer, sitzt jetzt gleich ab. Ja, warte mal. In den Hügeln würde ich. Ja, in den Hügeln schon vorbei. Alle raus? Oh ja. Alles klar. Dann runter. Wow. Vorsicht. Mitos runter. Fahrer auf Minen achten, ja. Weiter, oder? Ja, weiter. Fahr mal auf die Hügelkante und nicht weiter. Und dann warten wir, bis die Info ein bisschen vorrückt. Wieso, oder? Fahr mal 10 Meter zurück, dann kann ich die Bunkerstellung beobachten. Passt? Stopp. Steig mal aus und guck mit den Fernseher. Fahr 5 Meter vor, sobald es geht. Okay, sehr gut. Und Motor aus. Ja, die Bunkerstellung, da sehe ich nichts. Ja, die Inf sollte jetzt vorrücken und wir rücken dann mit dem Fahrzeug nach. Hopp, hopp. Ja genau, war jetzt klar. Die Cäsar hat punktet schon. Wir müssen ein bisschen Gas geben.
Marsch Richtung den Bunker. Ja, schlage vor, nicht durch die Talgrube zu gehen. Ja, verfolgt damit. Mit dem AMG am Strand. Nee. Nehme ich mit. Okay, sorry. Und Achtung, ihr drei. Ja, bin gerade schon an der Tür hängen geblieben, sonst hätte ich so rausgezogen. Fährst du C-Satz, sonst ne, fahr jetzt mit dem Quad los. Fährst du C-Satz, sonst fahr jetzt gleich mit dem Quad los. Nee, ich fahr runter, Wickerman. Okay. User joined your channel.
Scharfschützen? MKZ 23 im Wald. Haben wir AT bei Hügel A, falls nicht feindlicher AT? Ich bin gerade mit einem MG Richtung Hügel A unterwegs und gehe den Schützen auf den Grund. Feindliche AT markiert. Down. Jo, wunderbar. Bin auf Karte markiert, bitte nicht auf mich schießen. Feind in der Nähe von mir. Schütze down. Das war ich nicht. Zumindest so fick.
Kannst du einen respawnen? Ja. Dann wo geht Teleport? Bin am Infmarker. Schaut clear aus, einen habe ich im Wald bekämpft. User joined your channel. Na, ich glaube, irgendwo läuft noch ein Grenn. Wie toll. Ja, der Grenny ist down. Von Osten. Okay. Wie schaut die Flagge aus? Ist die rot oder blau? Rot. Ich überlege gerade, ob ich... eine Sekunde. Die Gegnerflagge punktet aber nicht, also... Ich probiere mal zu ziehen. Einer im Süden im... Ist der Granny von uns? Einer am Strand. Jemanden im Feuerbereich oder Angriffsbereich Alpha. Positiv. Okay. Fahne gezogen, wunderbar. Okay, wir sind an den, der im Angriffsbereich Alpha ist. Wir sind dabei, den einzuäschern. Raus da, sofort. Gleich was Großes von oben. Da ist aber alles klar. Da, das kannst Kommando zurücknehmen. Okay. Das ist Munitionsverschwendung. Gut, Kommando zurück, wird weitergegeben. Kalek für Manu. Steps. Also so, so wie es ausschaut, haben wir das Dorf geklärt. Na, mal aufpassen. Wunderbar, habt ihr gut gemacht. Jemand hat mich gespottet, halten. Hier ist noch irgendjemand. Ich hab dir einen Funk geklaut, irgendjemand hat mich gespottet. Wo bist du? Bin jetzt nach Süden in den Wald gelaufen. Irgendjemand, also zwei sind hier noch im nahen Funkhaus. Minimum. Jungs, sprengt das markierte Haus noch. Falls möglich. Recall Überflug. Also wir können bald mit dem Gegenangriff rechnen. Kalek für Manu. Die haben im Südosten jemand gespottet. Also entweder die haben eine Drohne oben oder einen Spotter in die Küste entlang. Manu, kannst du die Küste mit der Drohne checken, die Küste entlang? Bin dabei. Info bitte nach Drohne und dann natürlich mit Manu absprechen, bevor man schießt. Chat kommt wieder. Kalek für Manu. Okay.
Kannst du respawn, Autos 442. Achtung, Infanterie! Wo? Hinter dem Gebäude. Auf Strandseite. Von Hügel B in mittlerer Distanz nichts zu sehen. Sigur, nicht erschrecken, benimm dich. Sigur, ist eine Mine reingelaufen? Ich lebe noch. Body down. Flagge ist wieder rot. Feindliches V-Tool. Kalle für Manu. Hat er mich gesehen? Mörder down. Wo der. Was fahren Sie down? Badis Mörder ist down. Fahren Sie, hat er ihn gesehen? User joined your channel. Fahrzeug aus Süden? Feindlich. Danke. Da kannst du lang warten. 300 Sekunden noch. Bitte was? Fahrzeug ist bekämpft. Das kommt davon. User left your channel. Ja, stimmt schon. Falls was größeres User kommt, joined your channel. Manu, kannst du Infomarker aktualisieren, beziehungsweise habe ich noch irgendwie Freunde in der Nähe? Bierfreund down. Wo sind die Sunnies? Yoshi? Feinde noch aus Nordwesten. Yoshi zu Zigo, bitte. Smoke im Norden. Wenn ich das richtig gesehen habe. User left your channel. 3, 2. Einer. Zwei Fälle noch. Da kommt noch wer aus der Base, oder? Eine Minute. Ja, da kommt noch wer. Juhu. Und los.
Ist das GMG von uns, das ich gehört hab? Ja, ist das Boot. Check. Flaggenstatus. Gerade war sie noch blau. Copy. Ja, ist blau. Gelbes Landgebäude sicher. Dann schieße ich da mal nicht mehr drauf. Das wäre echt nett, Mann. Ja, ich wäre nett. Kalle, kannst du bitte echt irgendwas vorkommen? An der Straße fährt, wer ist es? Ich. Das ist ja nicht mal ein Köder. Komm, ich hab im Wald südlich meine Posi noch Pfand gesehen. Mano für Buddy? Ja. Hast du Ziele noch? Eine Sekunde. Oh shit, hab einen von Eigen gerade geschossen. Blut, Blut. Ja, hier war im genau. Wald irgendwo noch einer. Ziemlich sicher. Du guckst mich an, aber hier war noch irgendwo zwischen uns irgendwo war einer. Zu 80%. Ich bin über dir in Position, über dem Langgebäude. Ja, generell ist fraglich, ob man irgendwann zusammenziehen sollte. Ich weiß gar nicht, spielen wir auf Punkte Gesamtkampagne oder wie läuft das denn eigentlich, diese Kampagne? Gebietsgewinn, also eigentlich. Gebietsgewinn, Die sind ja auch schon öfter von Norden irgendwie rein marschiert gekommen. Eben deswegen, und die Seite ist komplett ungedeckt. Mit Dossi kommt der an dir vorbei, nicht auf mich schießen. Ich bin von Nord. GMG kommt Hauptstraße rein von Nord. Verstanden. Aufs GMG schießen kann. Nicht vergessen. Haus rein. Ich komm. Ist das zerstört oder nicht? Nicht zerstört. Direkt neben dem Wrack ist ein kleines Haus, da ist er rein. Bekämpft, aber oberhalb vom Haus noch was. Weiß nicht, ob es Boot ist oder was anderes. Das ist Boot, oberhalb vom Haus. Zu einer Einheit.
unterhalb des Hauses. Wie weit? Markiert. User joined your channel. Bin ich. Ah, okay, so. Ich gehe dem Drop ein bisschen entgegen. Es ist GMG nur einsatzbereit. Könnte sein. Also Vitol Drop war Höhe Bunker oben, vielleicht hinterm Kamm, müssen wir gucken. Beschuss auf mich. Meters down. User left your channel. User joined your channel. Kam nordwestlich aus dem. Schütze down. Gegnerfunk, die Bohne sagt, greift aus Westen an. New Cap nähert sich Metos. Cesar Niffer rückt aus Südwest ab. Genau deswegen dürfen wir nicht mit Himmelsrichtungen arbeiten. Ist unser Mann im Ifrit? Ja. GMG ist noch einsatzbereit. Sehr schön, Fahrzeug fahrbereit machen. Neo, bräuchte ich dann dabei bis zum Bilo. Näher mich südlich von Metos. Ich deck den Vorbereich, also kannst du ran. Bierfreund da. Schütze der Bierfreund erwischt hat down. Auf Bierfreunds Leiche und pass ein bisschen auf. Hey Kollege, wie läuft's? Warum so still? Na gut. Und um Bierfreund ist alles clear, kannst du ergrätzen. Und dann Neo, ganz schnell zum Billo. So, heute verstanden. Ist der Lila rauf von euch? Ja. Okay. Also über den Bunkerhang kam gerade ein Infra rüber. Kann sein, dass von Norden über den Hafen nochmal ein Fahrzeug kommt. Heli. User left your channel. User joined your channel. Bewaffnete Hellcat. Ich glaube, die hat Boot erwischt. Da war wohl nix. So, Bello, halt noch durch, ich bin unterwegs. Das kommt davon, wenn man campt. Ganz am Strand.
Ich habe hier noch einen Schütze bekämpft, bin alles in Ordnung. Drei Mann am Strand Richtung Norden. Sunny, ich brauch dich kurz. Hinter dir, Neo. Okay, Fahrzeug ist anders bereit. Danke dir. Ich steige als Schütze dazu, wart. Richtung Norden hinter den Stein. Neo, guck du, dass du zu Yoshi kommst. Wir brauchen den zweiten Sunny. Okay. Kurze Meldung an alle eigene Ifrit GMG. User joined your channel. Check mal nördlich die Steine. Unterwegs. Richtung Nord am Strand. Ich höre da Granaten. Ja, die wollen gerade mich. Jetzt gleich am UAV-Marker vorbei, bitte nicht auf mich schießen. 100 Meter bin ich da, Yoshi. Habt ihr alle erwischt an den Steinen? Drei Mann waren da angesagt. Na, der Ifrit bekämpft da hinten noch. Im Wasser. Am Wasser zwischen den Steinen ist einer. Ja, wenn ihr da nicht drauf schießen könnt, wenn der unter Wasser ist. Bestimmt ein Kaktus. Einer hat sich hinterm Stein in der See verkrochen. Den Kommandanten habe ich ausgeschalten. Neo, warst du erfolgreich? Erfolgreich. Ja, Quick lebendig, unser Yoshi. Sehr schön, so mag ich das. Alter, noch raus an. Achtung jetzt, ich komme jetzt gleich bei den Steinen aus dem Wald, nicht auf mich schießen bitte. AT bekämpft. Das heißt, Steine geklärt, oder? Alles klar. Respekt, ich hab dir so ein Funkgerät. Da ist ein Fahrzeug oberhalb, Ifrit. Ja, das ist eigen. User left der müsste eigen besetzt sein. Ah, Neo, und dann gleich mal Bierfreunde nochmal wiederholen. So, verstanden. Neo, ich kann dir einen Quad bringen. Schön, Fahrzeug. Ja, das Sörten ist gerade in Mine gefahren. So ist es. Wollte uns am Sani einen Quad bringen, aber naja. Sörten, da ist noch eine Mine. Fahren die doch auch. Sei doch nicht so böse. Quatsch. Ihr seid alle so böse. TN-100 Richtung SUV. Süden. Was hast du gerade gesagt? T100? TN-100 an FOB wurde gerade im Site geschrieben. Also. Na dann können wir uns in Häuser verkriechen. Ja, hast du gehört? Wenn ihr den Ifrit leer geschossen habt, dann steht
stellt den mal irgendwo so hin, dass wir den eventuell abholen können. Dann können wir den noch kapern. Kriegen wir noch Geld dafür. Ist zwar nicht viel, aber was soll's. Hat wer T-Minen? Legt der wie dem T-100 in den Weg? Wir haben eine ganze Kiste voll mit Minen hier. Ja, dann hopp hopp hopp. Wo ist die Kiste? Bayer Land. NATO-Fahne am Gebäude. Direkt, genau. Ist der Ifrit noch von uns aktiv? Sie sind... Ifrit ist eigen. Von wo kommt sie? Bereich Ost. Ifrit leer geschossen, Bereich Ost. Hey Leute. Sind bereits kurz vor den Häusern. Fahrzeug. Kommt aus Nord kommt Fahrzeug. Nordwest. Norden, nee, stopp. Haben wir noch einen Sandy? Ja, Newcap ist noch hier. User left your channel. Dreimann bekämpft. Was ist denn hier los? Ich würde aus. Hey, los. Was? Ach, mal, du bist. Du schon wieder. Ach. Ja, ja. Was ist da für ein Fahrzeug? Feind? Haben wir noch einen Sunny? Zigo ist down. Ja, bin dabei. Achso, sorry. User left your channel. Jetzt wieder im Norden. KMG fährt. Fährt zur Fahne, oder? In die Richtung. Am Start. Versuche die Reifen zu zurück. Gun scheint. Sorry, sorry. Hab eine. Der linke Seite, der rechte Seite ist auch ein Ausgang.
Nein. Fußkampf. Panzer. Zählt unter dir. Hat jemand was gegen den T? Wir haben einen TR-100 jetzt an der Cäsart-Fahne. Direkt an der Fahne. Dann probieren wir gleich nochmal die Außenspiegel, das lassen wir so. Soll ich nicht nur umslotten, schnell? Mann, warum habt ihr euch denn nicht abgehalten, ihr Blödmann? Ja. Zieht euch doch mal aus, dann fliege ich euch da gleich hin, dann könnt ihr so einen sexy Car-Wash machen. Los, Motor, mach doch, tut besser als du Europa kannst, bin ich spannend. Da komm ich mit. Ja. Ist schon witzig. Ey, auf jeden Fall. Okay. Opa, willst du den Hurer noch verheizen? In 5 Minuten werden wir es nochmal in die Front schaffen. Nur von Seiten der Eskortführung gemacht werden. Wir brauchen 5 Minuten. Ja, die schleift ja hier so ein bisschen. Na, sag mal. Mal vorher einstellen hier in der Base. Du, das ist kein Scherz. Vorher einstellen in der Base. Das ist eine Regel. So schön bei Mutti am Herd machen, soweit. Nein. Och. Ja? Bei meiner Mutti geht es. Darfst du auf den Herd spritzen mit deiner Knarre? Die Telefonnummer. Du drückst mir auch nicht, aber. Sam oder? Heiße Eisen, die Mutti. Hä? Dafür steht bei dir drei und dreimal unconscious. Und Mann, ja, du bist ja in-game noch älter als in Real Life. Eine Fresse, oder? Du hast ein Klingonen-Outfit, oder? Ja, auf jeden Fall, Alter. Ich bin ja Hausdrache. Ich muss so tatsächlich aussehen, tut mir leid. Also sowas. Ich kann gar nichts gegen machen. Was kann er überleben? Wie schlimmer ist, dass ich gar kein Bier mehr habe, Alter. Ich kotze voll ab. Oh. Oh. Bist ja schon genug Nebel. Halt die Fresse, Alter. Ich hatte so einen Spaß heute mit Tempi, ey. Nee, Cesar Fahne hatte 0 Anti-Air und das geht nicht. We made America great again!